und wünsche dir ganz viel Spaß heute, ja, an deinem Ende. 12 Jahre warst du im Adler und du warst im Adler durch und durch. Du hast 689 Spiele für die Adler bestritten und dein 910 DL-Spiel. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Du bist zweimal deutscher Meister geworden, einmal Pokalsieger und 7 Jahre davon haben wir beide zusammen verbracht. Wir waren Zimmerkollegen, wir haben immer viel gelacht, viel Spaß gehabt und es war eine tolle Zeit, die ich immer super gerne zurückdenke. In dieser Zeit bist du von einem Mannschaftskollegen zu einem Freund geworden. Ich konnte viel von dir lernen und auch in so manchen Spielplatzsituationen hattest du immer ein offenes Ohr für mich. Dafür bin ich dir auch heute noch sehr dankbar. Du warst innerhalb der Mannschaft immer sehr geschätzt und respektiert. Nicht nur von den Jungs, sondern auch von den Trainern. Das ist kein Zufall gewesen, sondern du warst immer eine derjenigen, die auch und neben dem Eis am härtesten gearbeitet haben. Und du hast den Respekt deiner Mitspieler erarbeitet und das ist gerade im Mannschaftssport ein absolut wichtiges Gut und das bekommt man nicht einfach so, sondern wie schon erwähnt, das ist einfach das Resultat deiner harten Arbeit, die du jeden Tag im Tag gelegt hast. Auch den Respekt der Fans hast du dir erarbeitet. Der Spitzname Hooligan kommt nicht von ungefähr, sondern ist eine Art Wertschätzung für deine ehrliche Arbeit und die Fans wussten deinen Einsatz immer zu schätzen. Du warst stets ein Vorbild an Trainingsfleiß, Wille und Ehrgeiz. Du hast gezeigt, dass eben diese Werte auch oft mehr wert sind als Talent allein. Du warst nie ein großer Redner in der Kabine, sondern du hattest immer deine eigene Meinung. Du bist angeeckt, du warst eben ein echter Typ. Du warst ein Mann der Tat. Das heißt, du hast auf dem Eis versucht, die richtigen Antworten zu geben und das hat mich immer sehr imponiert. Deine lockere Art, die kam auch immer gut an. Du warst immer für den Spruch zu haben. Und ein Spruch, der mir immer im Gedächtnis blieb, war auf den Auswärtsfahrten. Video an, Alltag aus, da musste ich immer schmunzeln. Wie schon erwähnt, du warst 12 Jahre im Adler. In der schnelllebigen Zeit warst du eine Konstante für den Verein, für die Fans und für die Region. Darauf kannst du unfassbar stolz sein. Du hast den Adler ein Gesicht gegeben und das ist eine Wahnsinnsleistung. Du hast gezeigt, dass man nicht unbedingt ein Filigrantechniker sein muss, um sich den Respekt und die Herzen der Fans zu verdienen, sondern dass man auch mit Eigenschaften wie Wille, Fleiß, Herz und Leidenschaft sich einen Namen machen kann. In unseren gemeinsamen Jahren haben wir viel erlebt, viel gelacht und lange Nächte gehabt. Es war eine geile Zeit und ich bin dankbar, dass wir die zusammen erleben dürfen. Besonders gerne erinnere ich mich an die Deutsche Meisterschaft 2015, wo wir uns einfach von der Vorstellung gefühlt haben und es ein Ereignis, das uns für immer miteinander verbinden werden. Du warst als Spieler immer derjenige, der lieber den Pass gespielt hat, als selber abzuschließen. Du warst nie gerne im Rampenlicht, sondern wolltest eher das andere im Rampenlicht stehen. Das sagt viel über dich als Mensch aus. Aber heute, lieber Ronny, ist der Tag, an dem du mal im Rampenlicht stehst. Heute ist dein Tag und ich hoffe, du kannst ihn genießen. Du hast dir diesen Abschied verdient. Ich gönne es dir wirklich von Herzen. Glückwunsch für deine tolle Karriere. Dein Freund, Frank. Und im Anschluss hat jetzt auch der Ordnung an der Wort für dich. Ja, danke. Alles Gute. Mach's mal. And his family as they prepare to celebrate this special night in Mannheim. What an honor to have your number raised to the rafters of the SAP Arena. I wish I was there to see it, buddy. But didn't we talk about this a couple of years ago? And now the night's here. Congratulations. It's very, very well earned and so richly deserved. 19 years in pro hockey. Not very many guys can say they played 19 years in pro hockey anymore. It speaks to how much you love the game and to how hard you prepare yourself every year in order to stay in it. And to stay 12 years in Mannheim, well, that's special in itself too. That speaks to how hard you competed, what a good pro you were, and what a winner you were. Because if those things weren't true, you certainly would not have been a fan favorite in Mannheim. Ronnie, you played this game with tenacity and courage and honor, and you always wore your heart on your sleeve. When the game was on the line, you wanted to be on the ice. In those big moments, you wanted to be out there.
As your coach, I knew both on the ice and off that you were going to be a leader of our group and a difference maker, and you were. As your friend, I deeply respect and admire the balance that you have in your life between your hockey career, the deep sense of love you have for your family, and your strong sense of community. I think it's amazing that you can do all three things so very well, and I admire you for that. And as a fan, all I can say is thanks for the memories. We're sure going to miss not seeing 57 fly around the ice at the SAP Arena anymore. For those of us who truly know you, buddy, we know you're going to have tremendous success as you move on to the next chapter of your life. Good luck with that. And as your friend, I hope soon that our paths cross again and we can sit down and catch up over a couple of really good cold beers. In the meantime, live, laugh, and enjoy, and be well. Take care. Es war einfach nur eine tolle Zeit und ich denke da gerne. Vielen Dank.